Hey, willkommen zu einem neuen Video. Riesige Kreaturen, gibt es sie wirklich oder nicht? Das ist eine gute Frage, die man sich stellen kann. Google Earth ist sehr nützlich, um alle Orte auf unserem Planeten von eurem Computer aus zu sehen. Es gibt jedoch eine Reihe von Menschen, die über Google Earth auch einige Kreaturen entdeckt haben, die ziemlich groß aussahen. Heute zeigen wir euch 10 gigantische Kreaturen, die mit Google Earth eingefangen wurden. Ich überlasse es euch, ob ihr das glaubt oder nicht. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 12. Der Kontinent der Antarktis ist voller Geheimnisse. Das liegt daran, dass er vom Menschen fast unerforscht ist. Aber was wäre, wenn Außerirdische dort gewesen wären? Kürzlich entdeckte ein Google Earth-Nutzer eine riesige 20 Meter große Figur, die aus dem Schnee auftauchte. Derjenige, der die Entdeckung gemacht hatte, ist der Meinung, dass sie einer außerirdischen Figur sehr ähnlich sah. Er teilte seine Entdeckung im Internet und als die Leute sie sahen, waren einige ziemlich schockiert. Wenn man heranzoomt, sieht es tatsächlich wie eine riesige Figur aus, aber vielleicht bilden wir uns das auch nur ein und es sind nur ein paar Felsen im Schnee. Die Meinungen der Leute waren also völlig unterschiedlich. Was meint ihr dazu? Hat diese Figur etwas mit Außerirdischen zu tun oder nicht? Nummer 11. Du hast wahrscheinlich schon von der Titanoboa gehört, der größten Schlange, die je gelebt hat. Aber was wäre, wenn es diese Schlange noch gäbe? Tatsächlich ist es jemandem gelungen, auf Google Earth eine Schlange im Fluss von Borneo in Südostasien zu entdecken. Es heißt, dass die Schlange den Einheimischen einen ziemlichen Schrecken eingejagt hat. Der Unbekannte, der das Foto der Schlange veröffentlicht hat, behauptet, er sei mit einem Hubschrauber über den Fluss geschwebt. Manche meinen, es könnte sich um das Ungeheuer von Loch Ness handeln, obwohl es eher wie eine Schlange aussieht. Es könnte aber auch sein, dass das Foto manipuliert wurde. Hoffen wir es, denn wenn solche Riesenschlangen heute leben würden, wäre das ziemlich erschreckend. Nummer 10. Als die nächste Person Google Earth erkundete, stieß sie eines Tages auf eine Riesenspinne von der Größe eines Busses. Wenn ihr unter Spinnenphobie leidet, solltet ihr besser zum nächsten Thema übergehen. Nach Angaben der Person hat er die Spinne angeblich auf Google Earth irgendwo auf einer abgelegenen Insel in Mexiko gefunden. Mexiko ist dafür bekannt, dass es dort viele Spinnen gibt, aber es ist nicht wissenschaftlich bewiesen, dass es eine Spinne von der Größe eines Busses gibt. Könnte es sein, dass Riesenspinnen wie diese in Teilen der Wälder leben, die wir noch nicht erforscht haben? Wer weiß, schließlich gibt es in unserer Welt noch viele Dinge zu entdecken. Nummer 9. Die Geschichte redet uns ein, dass die Dinosaurier längst ausgestorben sind, aber stimmt das wirklich? Wie wir alle wissen, bleibt das, was einmal im Internet steht, für immer dort. Und eine Person hat auf Google Earth die Silhouette eines Dinosauriers gefunden, der aus der Tiefsee zu sehen ist. Einige Wissenschaftler vermuten, dass es auch ein Megalodon gewesen sein könnte, aber das war nicht das einzige Mal, dass eine dinosaurierähnliche Kreatur auf Google Earth entdeckt wurde. Als die nächste Person die Antarktis erforschte, fand sie eine Kreatur im Schnee, die einem Dinosaurier sehr ähnlich sah. Einige Leute waren jedoch skeptisch, weil es ihrer Meinung nach auch ein riesiger Strauß sein könnte. Nummer 8. Es gibt wahrscheinlich keinen Menschen, der noch nie vom Ungeheuer von Loch Ness gehört hat. Jeder hat wahrscheinlich schon einmal ein Bild von einem der bekanntesten Seeungeheuer der Welt gesehen. Aber wenn man Google Earth Glauben schenken darf, wurde Nessie schon häufiger gesichtet. Ein Mann namens Jason soll irgendwo in schottischen Gewässern ein Meerestier entdeckt haben. Einige Leute behaupten jedoch, dass es sich um ein Boot handelte. Aber das war nicht das einzige Mal, dass das legendäre Seeungeheuer auf Google Earth entdeckt wurde. Eine Frau namens Lisa sah sich in der Nähe von Fort Augustus in Schottland um, als sie Nessie entdeckte. Meiner Meinung nach ist dies sicherlich eine der glaubwürdigsten Sichtungen, die ich je gesehen habe. Glaubt ihr, dass das Monster von Loch Ness existiert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Nummer 7. Die Legende über Bigfoot ist ebenfalls eine, die schon lange existiert und nie offiziell bewiesen wurde, obwohl es hunderte von Sichtungen gegeben hat. Zum Beispiel soll Bigfoot auch einmal auf Google Earth entdeckt worden sein. Er wurde in den kanadischen Wäldern neben dem Highway in British Columbia gesehen. Wie wir auf dem Foto sehen können, scheint tatsächlich etwas im Wald zu sein. Aber andere Leute sagen, es sei nur ein Baumstumpf. Es könnte sich auch um eine Person handeln, die sich als Bigfoot verkleidet hat. Aber es würde mich ehrlich gesagt nicht überraschen, wenn Bigfoot, der im Grunde eine Primatenart ist, die aufrecht gehen kann, existiert hätte. Immerhin gibt es wissenschaftliche Beweise für den Gigantopithecus, eine ausgestorbene Gruppe von Menschenaffen, die gigantisch waren. Ob Bigfoot heute noch existiert? Wer weiß das schon? Was meint ihr dazu? Nummer 6.
Das nächste Seeungeheuer wurde in der Oke Bay in Neuseeland gefunden und zufällig entdeckt, als die Person in der Nähe nach einer Touristenattraktion suchte. Das Seeungeheuer soll 12 Meter lang gewesen sein und die Person, die es fand, war zunächst erschrocken. Manche halten es für eine aalähnliche Kreatur, andere für ein Stück Treibholz. Es könnte sich aber auch um eine Schlange oder ein anderes Meeresungeheuer handeln, das noch nicht entdeckt wurde. Wahrscheinlich wird dies für immer ein großes Rätsel bleiben. Nummer 5. Glaubst du an den Kraken? Auch dieses Seeungeheuer wurde schon vor langer Zeit gesichtet. Einige Wissenschaftler glauben, dass der Krake ein kolossaler Tintenfisch gewesen sein muss. Aufgrund des folgenden Fotos, das auf Google Earth entdeckt wurde, glauben einige Leute, dass der Kraken immer noch existiert. Ein Unbekannter hat das Seeungeheuer zufällig gefunden und seine Entdeckung sofort auf Reddit gepostet. Die Menschen waren schockiert, als sie das Foto sahen, und es wurden sofort mehrere Theorien aufgestellt. Einige glauben, dass es sich tatsächlich um den Kraken oder einen Kolossalkalmar handelt. Andere meinten, es sei nur ein Felsen und wir würden uns das Gesicht nur einbilden. Nummer 4. Der Megalodon ist ein prähistorischer Hai, der vor Millionen von Jahren lebte. Aber was wäre, wenn es diese Haiart noch gäbe? Immerhin sind nur 5% unserer Ozeane erforscht worden. Wenn man diesem Foto von Google Earth Glauben schenken kann, würde er noch existieren. Ein weiterer Riesenhai wurde 2010 von einem Mann namens Simon in der Nähe eines Hafens in der englischen Stadt Liverpool gesichtet. Der Hai schien größer als ein Boot zu sein, aber es ist unklar, ob es sich nur um einen verirrten Großhai oder um einen Megalodon handelte. Die letzte Information, die wir dazu finden konnten, ist, dass der Mann die Menschen warnen wollte, dass es im Wasser nicht wirklich sicher ist. Nummer 3. Habt ihr jemals vom Ningen gehört, einem Seeungeheuer, das in den antarktischen Ozeanen leben soll? Das Seeungeheuer ist in der japanischen Kultur sehr beliebt und bedeutet auf Japanisch wörtlich Mensch. Der Legende nach kann diese Kreatur 20 bis 30 Meter lang werden und wird normalerweise von japanischen Walforschungsschiffen gesichtet. Wenn man dem folgenden Foto von Google Earth Glauben schenken darf, sehen wir hier das legendäre Seeungeheuer Ningen. Es sieht ziemlich gruselig aus, aber andere Leute glauben, dass es sich nur um ein großes Stück Eis handelt. Nummer 2. Alligatoren sind dafür bekannt, dass sie riesig und gefährlich sind und es ist am besten, sich von ihnen fernzuhalten. Sie verstecken sich gerne im Wasser und wenn sie hungrig sind, greifen sie manchmal sogar Menschen an. Aber auf diesem Foto sehen wir einen riesigen Alligator, den wir mit Google Earth entdeckt haben. Alligatoren haben Millionen von Jahren der Evolution hinter sich und einige Arten sollen eine Länge von 12 Metern erreicht haben. Aber ob ein riesiger Alligator, wie auf diesem Foto zu sehen, tatsächlich noch existiert, wissen wir nicht. Hoffen wir einfach, dass es eine Fotobearbeitung war. Nummer 1. Als das folgende Foto einer Riesenkrabbe viral ging, waren die Bewohner der Küste von Kent in England sehr schockiert. Viele diskutierten sofort darüber, ob es sich um eine echte Krabbe handelte oder ob das Bild mit einer Fotobearbeitung erstellt worden war. Ein Wissenschaftler, der das Foto untersucht hat, sagt jedoch, dass Krabben niemals so groß werden können. Bei unseren Recherchen fanden wir jedoch ein weiteres Foto von Riesenkrabben. Dieses Foto wurde über Google Earth in den Gewässern der Stadt Visakhapatnam in Indien entdeckt und nach Angaben eines Forschers ist diese Gruppe von Krabben unglaubliche 27 Meter lang. Glaubt ihr, dass solche gigantischen Kreaturen existieren könnten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.